and sisters. We are F-Society. Richtige Hacker schreiben sich mächtige Viren, basierend auf Zero-Day-Exploits und verbreiten die dann auf mehreren hunderttausend Rechnern. Ja, nee, ich muss euch da enttäuschen, denn der durchschnittliche Cyberkriminelle ist männlich, irgendwo um die 40 Jahre, geht 8 Stunden am Tag ins Büro und kann erstaunlich wenig Informatik. Heute geht's um den Handel mit Malware, faule Hacker und clevere Sicherheitsforscher, die sie arbeitslos machen wollen. Hacker, das sind diese mysteriösen stillen Jungs auf dem Gymnasium, die immer vor dem Rechner sitzen. So oder so ähnlich stellt man sich Hacker vor. Doch in Wahrheit haben sich mittlerweile viele professionelle Geschäftsmodelle um Cyberkriminalität entwickelt. Man mietet ein Büro, hat Angestellte und verbreitet Gratis-Software, die die Leute erpresst, die sie installieren. Dazu ist nicht mal viel nötig, denn das Schwerste ist eigentlich, Kunden zu bekommen. Und hier gibt es ja bewährte Strategien. E-Mail-Newsletter mit unfreiwilligen Abonnenten, Werbung auf gängigen Plattformen und spannende Fortnite-Hacks sorgen dafür die gewünschte Nachfrage. Doch im Hintergrund passiert eigentlich viel, viel mehr, als der Nutzer sich erhofft hatte. Eine Ransomware verschlüsselt die Urlaubsbilder von Gertrude und im Industriegebiet ein paar Straßen weiter werden gerade alle Kundendaten, E-Mails, jeder Nutzer, der sich jemals angemeldet hat, Patente und Forschung einer großen Firma zerstört. Nennen wir sie jetzt einfach mal für dieses Beispiel Krebsheilungstech Inc. Und schon haben die Angreifer zwei neue Kunden, ohne dass sie wirklich was leisten mussten. Oder haben Rajesh und seine Kollegen vielleicht doch richtige Hacker-Skills? Dafür schauen wir uns das Beispiel Emoted ein bisschen genauer an. Emoted war eine Malware, die enorm verbreitet war. Sie hat über E-Mail-Anhänge Millionen Rechner infiziert und wurde kaum erkannt. Was genau passiert ist, war abhängig von der Variante, die man bekommt. Es gab Ransomware-Varianten, es gab Varianten, da hat man quasi seinen PC in ein Botnetz verwandelt oder zumindest als ein Teil des Botnetzes. Es gab aber auch Varianten, die einfach nur den Virus weiterverbreitet haben und dann so eine Art Trojaner-Funktion hatten, das heißt Spionage sozusagen. Alles war im Endeffekt dabei. Doch wie kann sowas bei einem Virus eigentlich sein? Stellt euch das Ganze eher wie ein Baukastensystem vor. Man nehme einen Loader, einen Virus, der eine Schwachstelle ausnutzt, um auf ein System zu kommen. Dieser Loader ist auf starke Anonymität aus, damit er von Antivirensoftware nicht entdeckt werden kann. E-Mail-Anbieter filtern bösartige Anhänge mit Hilfe von Antivirensoftware, Browser prüfen Downloads mit Hilfe von Antivirensoftware und dann gibt es ja auch oft noch eine Antivirensoftware auf dem System drauf. Und somit hat man quasi eine Kette an Antivirensystemen, die das ganze Ding überprüfen. Kommt der Loader dann auf das System, also kommt er quasi an den Antivirenprogramm vorbei, wird es kritisch. Denn dann erst verbindet sich der Virus mit einem Server und lädt sich die neueste Version seiner Ransomware runter, zum Beispiel. Den Teil ab da kennt ihr. Lasst uns aber nochmal genauer diesen Loader angucken, der eigentlich ja keine bösartige Malware ist. Es könnte genauso gut ein Update-Programm sein, das macht im Endeffekt genau dasselbe. Denn hier ist genau der Knackpunkt, ob der Virus eben auf das System draufkommt oder nicht. Der Loader ist Emoted, also das ist quasi der Name dieses Loaders in unserem Beispiel. Das heißt eigentlich immer derselbe. Und jetzt kommt's. Er ist jedes Mal eigentlich nur anders verschleiert. Das heißt, der eigentliche bösartige Code des Loaders ist immer derselbe. Das heißt, eigentlich tut das Ding genau das Gleiche, nur dass es sich jedes Mal anders verkleidet. Wenn wir also es hinkriegen, dass diese Verkleidung kaputt gemacht wird, dann haben wir es eigentlich recht einfach, denn da ist ja dann quasi schon klar, es handelt sich um Emoted und den kann man sperren. Es gibt eigentlich recht wenig neue Malware in diesem Sinne. Nur manchmal kommt es zum Beispiel durch einen neuen Hack auf die NSA, ein paar Tage später gibt es einen neuen Virus, also sowas wie WannaCry zum Beispiel, der hat dann auch wieder sein eigenes Leben und ist anders getarnt jedes einzelne Mal. So, und genau aus diesem Grund habe ich mir für dieses Video Hilfe gesucht von Leuten, die genau diese Technologien entwickeln, die Verkleidungen zerstören. Meet G-Data. Diese haben eine Technologie namens DeepRay, die genau dazu da ist. Das heißt, eine KI im Endeffekt, deswegen Deep, ja, wegen Deep Learning, eine KI. Und diese KI schafft es, genau solche Virenverkleidungen zu zerstören. Hi und danke für die Einladung. DeepRay macht sich im Prinzip genau das zunutze, was du gerade schon angeschnitten hast, nämlich die Tatsache, dass der Kern einer Schadsoftware sich nur sehr selten, wenn überhaupt, verändert. Es gibt einen Punkt, wo sich keine Schadsoftware der Welt mehr verstecken kann, und das ist der Arbeitsspeicher.
Hier kann D-Bray ganz gezielt auf bestimmte Metainformationen schauen, die sich nie verändern, egal wie sehr die Software von außen neu verpackt und im Aussehen geändert worden ist. Dazu gehören Dinge wie zum Beispiel, ob und welche Windows-Funktionen von einem Programm aufgerufen werden. Dazu gehören bestimmte Einsprungpunkte. Dazu gehören auch Sachen wie das Verhältnis von tatsächlichem Programmcode zur Dateigröße. Das heißt, diese Informationen, die D-Bray hier gezielt abklopft, sind nicht veränderbar, egal wie die Datei von außen tatsächlich aussieht. Das ist so ein bisschen wie bei einem Backrezept, wo man einfach nur die Reihenfolge der Zutaten ändert. Die eigentlichen Anweisungen ändern sich nicht, aber wenn ich die Reihenfolge ein bisschen durcheinander würfle, dann sieht es, wenn man nur flüchtig drüber schaut, aus, als hätte ich da ein anderes Rezept. D-Bray guckt sich aber genau an, was hier tatsächlich aufgerufen wird, und das sind ganz typische Muster, die für Schadsoftware eben entscheidend sind. Okay, sehr schön. Damit können wir nun also alle Malware automatisch filtern, zumindest von den eher faulen Hackern. Doch was ist mit Malware, die tatsächlich neu geschrieben wird? Die ist ja völlig unbekannt. Und auch hier gibt es interessante Ansätze. Nehmen wir an, ihr habt einen bösartigen Loader auf eurem System, weil es ein neuer, unbekannter Loader ist. Also was zum Beispiel Emote 2.0. Zu diesem Zeitpunkt ist noch nichts passiert. Es ist noch kein Bild verschlüsselt, noch gar nichts. Der Loader ist ja erstmal in dem Sinne keine Malware. Es lädt nur die Malware runter. Jetzt lädt er die Ransomware runter und bislang ist immer noch nichts passiert. Das heißt, jetzt wird es erst interessant. Also der Loader darf ruhig da sein, solange er eben nichts kaputt machen kann. Wenn die Software anfängt, Bilder zu verschlüsseln, dann wird zuerst mal eine neue Datei geschrieben und dann die alte gelöscht. Also so fängt Verschlüsselung quasi immer an. Ich schreibe alles von dem einen Bild in eine neue Datei, nur verschlüsselt und nur ich kann es entschlüsseln. Und die alte Datei wird nach dem Verschlüsseln erst gelöscht. Zum Beispiel bei Ransomware. Und das sieht man nicht nur in einem Ordner, sondern eigentlich in jedem Ordner, wo Nutzerdateien sind. Also fast alles eigentlich außer dem Systemordner. Eigentlich macht kaum eine andere Software außer Ransomware genau solche Dinge. Und das heißt wiederum, vermutlich ist das gerade nicht das, was der User im Sinn hatte. Also vermutlich ist dieser Prozess böse und damit auch der Prozess, der ihn runtergeladen hat. Das heißt, den könnte man wiederum jetzt verbieten und quasi vom System löschen. Soweit schön und gut, nur das Problem ist, dass Gertrudes Urlaubsbilder schon weg sind und ebenso die Patente von Krebsheilungstech Inc. Und damit hätte uns wahrscheinlich sogar Gertrude sagen können, dass die Software da gerade nicht so ganz okay war. Das löst man am besten normalerweise mit einer Art Sandbox, einem Sandkasten, in dem die Malware spielen darf, sich so richtig austoben kann und alles verschlüsseln kann, was sie möchte. Eine Sandbox ist sozusagen ein Fake-System, ein Fake-Betriebssystem und alles, was darin passiert, passiert nicht wirklich. Es ist sozusagen eine virtuelle Maschine, die speziell für Malware da ist. Das Problem ist, die Viren und bösartige Malware ist mittlerweile so clever geworden, dass sie das merken, dass sie in einer Sandbox drin sind. Es gibt verschiedene Umgebungsvariablen, die man eben nur in dieser Sandbox drin hat. Und die alle zu emulieren, ist gar nicht so einfach. Auch deshalb habe ich nochmal bei G-Data nachgefragt, wie sie das Problem lösen. Dazu gibt es eine andere Software, die nennt sich Beast. Beast ist genau das. Sie löst das Problem direkt. Der Trick ist ziemlich interessant, und zwar folgendes. Man braucht keine Sandbox, wenn Gertrudes Rechner oder der Server von Krebsheilungstech Inc. eigentlich schon als Sandbox dienen kann. Das heißt, wir merken uns alles, was innerhalb eines Systems passiert, also zum Beispiel von Gertrudes PC, merken wir uns einen Zustand, und zwar komplett. Und dann merken wir uns genau, was notavirus.exe eigentlich genau gemacht hat. Und wenn wir dann merken, dass das Ganze vielleicht doch ein Virus ist, dass die Bilder vielleicht gerade doch zerstört wurden oder verschlüsselt wurden, dann können wir immer noch alles wieder rückgängig machen. Das hört sich nach viel Aufwand an und genau das ist es auch. Im Hintergrund läuft lokal eben, wie gesagt, eine High-Performance-Graph-Datenbank, die genau das aushält. Aber es ist klar, dass so ein Rechner schon ordentlich was leisten muss. Lösen sich jetzt also vielleicht alle Probleme, die wir jemals hatten mit Viren? Müssen wir nie wieder Angst vor bösartiger Malware haben oder Ransomware?
Nee, leider nicht. Das Gerät des Anwenders ist nur ein sehr kleiner Teil. Die beste Graf-Datenbank hilft nicht, wenn ihr Hackern euer Passwort freiwillig gebt, und besonders schlimme Schwachstellen führen teilweise dazu, dass ihr euch Viren über absolut legitime Software einfangt, also zum Beispiel über VLC Media Player. Aber es ist ein Anfang. Es ist ein Anfang, um vielleicht ein bisschen mehr Spam zu blockieren. Es ist ein Anfang, um vielleicht weniger bösartige Webseiten im Internet zu haben. Und vor allem auch vielleicht, dass Leute, die sehr wenig Ahnung von Security haben und sich damit nicht so viel auskennen, vielleicht doch eine Möglichkeit geben, sich ein bisschen besser zu schützen. Denn die sind die beliebteste Zielgruppe von Hackern, weil sie einfach so einfach kaputt zu bekommen sind. Und damit kommen wir nochmal zu G-Data. Mit diesem QR-Code hier, auf meiner rechten, auf eurer linken oder auch dem Link in der Beschreibung, gelangt ihr direkt zu ihrer Webseite. Und jetzt vielleicht etwas, was eher unerwartet ist. Es geht nicht wirklich um den Virenschutz, den bietet G-Data natürlich auch an, aber das Portfolio ist mittlerweile deutlich größer geworden und deutlich breiter geworden, und G-Data möchte, dass ich euch das auf jeden Fall mitteile. Denn die bieten auch tatsächlich Security-Trainings an, Malware-Analyse, Pentests und auch Incident Response, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Und vielleicht interessiert euch ja die kostenlose Erstberatung. Schaut gerne mal vorbei. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.